Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren ungeplanten Apex Legends News Update. Ich habe heute im Laufe des frühen Nachmittags ein Video über wichtige Ranked-Änderungen rausgehauen. Da ging es darum, was kostet in Zukunft je nach Klasse Dia Platin? Hast du nicht gesehen? Was kostet der Einstieg an Ranked-Punkten eine Runde? Also was machst du quasi minus, wenn du die Runde direkt versaust? Was kriegst du für Punkte pro Kill, für die Platzierung und so weiter? Und einer von euch, der gute Richie, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mensch, bei deiner Analyse deiner Leaks von diesem Riesenbild von den jeweiligen Klassen, was da was kostet, hast du ein extrem heftiges Teil, einen extrem heftigen Faktor übersehen. Und den möchte ich euch jetzt noch nachtragen. Ich habe aber noch weitere Informationen. Kraber Nerf, Spitfire Nerf, Helmänderung und so weiter kommt zum Schluss. Nicht viele Details, lediglich für den Spitfire Nerf weiß ich, was genau passiert. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich völlig verpeilt habe. Ich habe euch dieses Bild heute gezeigt. Oben rechts seht ihr die Ranked-Punkte, die ihr bekommt für die Platzierung und was ihr für einen Multiplikator bekommt, wenn es um die Kills geht und so weiter und so fort. Alles andere, wer das Video heute zum Nachmittag verpasst hat, dort gibt es auch extrem wichtige Änderungen, die ich euch hier nicht erkläre. Denn was eine Runde kostet zwischen den einzelnen Rängen, wie zum Beispiel Gold 1, ist teurer als Gold 4, wenn ihr dort eine Runde startet und so weiter. Habt ihr das also verpasst oder wollt wissen, welche Waffe ins Care Package wandert? Das kläre ich im Video, was heute Nachmittag rausgehauen wurde. Das kommt übrigens extrem gut an und ich möchte euch etwas Wichtiges zeigen, was ich mega verpasst habe. Ich habe es einfach wirklich nicht gecheckt. Also Richie, danke nochmal, dass du mir das gezeigt hast und mir klar gemacht hast, Mensch, du Depp, du hast da irgendwas, aber sowas von heftig übersehen. Also, wir kommen direkt zum Punkt. Erstens haben wir einen neuen Rang. Habe ich vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Der Rookie-Rang. Und wir haben hier Bronze-Rang. Wir müssen erstmal, und das ist nämlich der wichtige Punkt, wir müssen erstmal 1000 Ranked-Punkte erreichen, um überhaupt Bronze zu werden. Happy Birthday, das habe ich sowas von übersehen. Und im Allgemeinen sind die einzelnen Ränge deutlich schwieriger zu erreichen. Ich blende euch gleich die Punkte von Season 12 ein, damit ihr mal seht, wie deutlich sich das ändert. Silber 3000, Gold 5, 4, 8, 2 auf Platin, 11.400. Da sind wir früher schon Predator gewesen, bevor es Master gab. Also zieht euch das mal rein. Master brauchen wir 15.000 Punkte und die Top 750 Spieler, muss ich nicht drüber reden. Und jetzt überblende ich einfach mal hier aktuell die Punkte. Also, Bronze ist der normale Start. Eigentlich dort brauchen wir überhaupt keine Punkte. Moment, ich muss den Pfeil mal nach drüber ziehen, dass man das sieht. Hier, Silber waren wir früher mit 1200 Rankpunkten. Jetzt brauchen wir 1800 Punkte mehr. Das ist fast dreimal so viel. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Ihr seht selber, aber Platin alleine auch fast doppelt so viel. Diamant waren früher 7,2, jetzt sind es 11.400. Master, ihr seht selber, 10.000 Rankpunkte früher, jetzt sind es 15.000. Das ist eine heftige Änderung, die ich einfach mal sowas von übersehen habe. Und im heute erschienenen Video habe ich schon gesagt, die Änderungen betreffen wahrscheinlich die, die Schwierigkeiten haben, überhaupt Kills zu machen in den höheren Ligen, sage ich mal. Die werden bestraft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn die Punkte für Kills wurden deutlich erhöht. Wenn wir zum Beispiel einen Sieg machen, seht ihr oben rechts, bekommen wir 25 Punkte pro Kill. Es waren in der letzten Season 15 pro Kill beim ersten Platz. Und so zieht sich das wie ein roter Faden. Das heißt, für alle, die sowieso auf einem extrem krassen Niveau spielen, die werden die Änderungen oder die hohe Ranked-Punkte, die wir brauchen für das jeweils höhere Level, die wird das gar nicht jucken. Aber für Casual-Gamer wie du und ich,
die ein bisschen Probleme haben, im Ranked voranzukommen, eben nicht so eine krassen Spieler sind, die werden auf jeden Fall eine Menge zu tun haben in dem Ranked Grind. Das ist Fakt und das ist wirklich etwas Krasses, was ich übersehen habe. Ach so, ich möchte nochmal über den Rookie Rank sprechen. Das ist der neue Rank. Ich bin der Meinung, da wir ja auch ein D-Ranked bekommen, das heißt, wir können von Platin wieder auf Gold zurückfallen. Wichtig, wer das Video heute nicht gesehen hat, ich möchte es nochmal betonen, guckt euch das zwingend an. Das ist sehr informativ. Ich glaube nicht, dass wenn wir schon mal Bronze erreicht haben und so weiter, also aktive Ranked-Spieler werden nicht in der Lage sein, in diesen Rookie-Ranked zu fallen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Rookie-Ranked oder der Anfängerrang auf Deutsch wirklich für Leute ist, die noch nie Ranked gespielt haben. Wenn wir diesen einmal verlassen, glaube ich nicht, dass wir wieder in diesen Anfängerrang zurückkommen, weil wenn wir zum Beispiel schon mal Platin, Dia oder sonst was erreicht haben und wir werden zurückgestuft, bin ich ja nicht automatisch ein Anfänger. Macht keinen Sinn. Ich bin fester Überzeugung, dass wir definitiv nicht in diesen Rang zurückfallen können. Macht es auf jeden Fall Leuten nicht so einfach, Leute abzufacken, die Anfänger sind. Wenn du Anfänger bist, spielst du das erste Mal und du hast irgendwelche Leute, die vielleicht keine Smurfer sind, weil wie das eigentlich geregelt werden soll. Es hieß nämlich, mit dem neuen Ranked-System soll es Smurfer nicht so einfach gemacht werden. Aber mit einem neuen Smurf-Account kommst du ja auch automatisch in den Rookie-Rang, wenn du dann Level 10 erreicht hast in Apex Legends, und das ist keine Hürde. Aber es soll zumindest den Leuten schwer gemacht werden, die vielleicht mal 2-3 Seasons aussetzen und dann tatsächlich Bronze sind. Die würden dann in den Rookie-Rang zurückfallen und die würden dann die Leute, die wirklich tatsächlich Anfänger sind, mega abfangen. Genau deswegen denke ich nicht, dass es möglich ist, in diesen Rookie-Rang als Spieler, der schon fest hier in dem Rank-System drin ist, reinkommt. So, ich denke, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt, was es aktuell zu diesem System zu sagen gibt. Jetzt möchte ich über die Spitfire reden. Die Spitfire, es haben ja viele befürchtet, wenn die zurückkommt, hat wieder keiner Bock, weil die absolute Noob-Waffe so einfach zu handeln und so weiter. Die Spitfire bekommt ein Nerf auf das Hüftfeuer, quasi nicht im Visier. Es ist also deutlich schwerer aus der Hüfte. Und das ist bei vielen so, wird geraten, in extrem nahen Kämpfen sollte man nicht ins Visier gehen, sondern aus der Hüfte ballern. Das macht es auf jeden Fall einfacher, beweglicher. Also die Hüftstreuung soll deutlich erhöht werden und der Barrel Stabilizer soll entfernt werden. Den gibt es quasi nicht mehr. Das heißt, wenn du die Spitfire findest, hast du immer, egal wie krass du diese Waffe gepimpt hast mit Mac und sonst welchem Zeugs, die Waffe wird immer gleich schwierig zu handeln sein. Und mit dem Barrel Stabilizer war es ja so, dass eben die Streuung nicht so krass ist. Das war's zur Spitfire. Die Kraber sollen Nerf bekommen. Der Headshot-Schaden soll wohl auf 280 reduziert werden. Was das für einen Sinn macht, sehe ich aktuell nicht, weil 280, du bist down, Punkt, aus, Ende. Aber, und jetzt kommt der Clou, an den Helmen soll ebenfalls etwas geändert werden. Was da aber genau passiert, kann ich euch leider nicht sagen. Es soll auf jeden Fall was kommen, was wahrscheinlich in Kombination mit dem Kraber Nerf dann tatsächlich auch einen Sinn macht. Vielleicht ist ja tatsächlich der Helm ein bisschen verstärkt worden, sodass du mehr Headshot-Damage kassieren kannst, bevor du drauf gehst. Das ist zumindest meine Vermutung. Oder der Helm kriegt vielleicht ein paar Perks, die uns ein bisschen krasser, toller, schöner, besser, schneller machen. Keine Ahnung, ist nur eine Theorie von mir. So, Richie, danke noch einmal dafür. Ohne dich wäre dieses Video jetzt nicht entstanden, weil ich habe es wirklich einfach nicht gerafft. Ich Blindfisch, vielen Dank nochmal. Jetzt war es das aber heute wirklich von mir. Und das versprochene Video vom letzten Video über die Zukunft von Apex Legends, wie das mit dem Release von zukünftigen Legenden aussieht, das haue ich dann morgen raus. Es verzögert sich noch ein bisschen und das Mobile-Video kommt dann wahrscheinlich am Freitag. Lasst euch mal überraschen, denn der Release vom Mobile Apex Legends Handy-Version steht kurz bevor. Sehr interessante Informationen habe ich da für euch. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.